Was Sie hier sehen, also mich sehen Sie hier weiter oben, ich muss ja das Produkt hier vorstellen. Was Sie hier sehen, ist der Universaladapter für den Leitblaster. Das ist ein Dio-Projektoraufsatz, den man halt eben an Studioblitzen anbringen kann. Er ist nicht, ganz kurzer Hinweis, den werden Sie ein paar Mal im Video jetzt immer noch wieder hören, ist nicht für Dauerlicht-Einsatz konzipiert. Also wenn das dann zu warm wird, das ist dann ganz gefährlich, das sollte nicht sein. Es geht hier also wirklich nur um das Blitzen und halt eben dann mit der Methode hier für den Leitblaster in Form dieses Dio-Projektoraufsatzes halt eben auch mit dem Adapter halt eben dann auch, dass man ihn dauerhaft im Studio einfach so stehen lassen kann. Dieses System, was wir hier haben, ist also im Prinzip nur der Leitblaster selbst. Und Sie brauchen natürlich den Leitblaster auch an sich, was der Leitblaster genau ist. Also wenn Sie gerade sich auf die Seite verirrt haben und nicht genau wissen, Leitblaster, was redet der denn da? Da habe ich unten hier auf der Produktseite, ob Sie gerade sind, da habe ich also ein Leitblaster-Video gemacht, da können Sie das Ganze mal angucken. Grob zusammengefasst ist es halt eben ein Dia-Projektor-Vorsatz, mit dem man im Endeffekt halt eben dann auch mit Dias, die man entweder kaufen kann oder halt eben selber noch welche hat, dann auf Objekte aufblitzen kann, an Wände, auf Körper, Gesichter und so weiter halt eben auch. Da ist also der Kreativität keine Grenze gesetzt. Die ganze Funktionsweise hier, die werde ich Ihnen einfach jetzt mal so ein bisschen etwas näher dran im Detail vorstellen. Das Erste, was uns auffällt, wenn wir jetzt hier mal so auf die ganze Konstruktion drauf gucken, ist halt eben, dass wir hier einen lichtdichten Überzug haben und der verhindert halt eben den unerwünschten Lichtaustritt an den Seiten. Das ist insofern nicht ganz uninteressant, da man halt eben auch ja mit dem Studioblitz dann doch ein bisschen mehr Power hat als mit dem Aufsteckblitz und die Kalotte, die Sie auch gleich sehen werden, die strahlt ja halt eben über den Leitblaster dann auch Licht ab und je nachdem, was Sie dann fotografieren, dann haben Sie halt eben das Motiv, das Dia, was Sie halt eben dann irgendwo drauf projizieren wollen und haben aber eine jede Menge Streulicht drumherum. Das heißt, das ist dann halt eben auch nicht so der ganz gewünschte Effekt. Darum hat man also hier einen Lichtüberzug konstruiert. Der wird mit einem Kordelverzug hier einfach dann vorne am Objektiv und natürlich hinten am Aufsteckblitz einfach dann festgezogen. Das heißt, er ist auch halt eben dann damit sehr variabel und wie man sehen kann, von eben auch nochmal hier mit einer Silberfolie beschichtet, damit das Licht auch wirklich halt eben gebündelt hier überhaupt nicht wieder rauskommen kann, zurückgestrahlt wird in die Kalotte, die wir hier haben und dann dementsprechend auch wieder nach vorne einfach abgegeben wird. Das ist also das eine. Dann haben wir jetzt hier den Leitblaster selbst, also den Leitblaster, den Sie natürlich dann schon Ihr eigen nennen auch. Das ist das, der Vorsatz, der hier vorne dran ist. Was es genau ist, wie gesagt, haben Sie in einem anderen Video, was Sie dann sehen können auch. Und der Adapter selber ist im Prinzip halt eben dann diese Konstruktion, die man hier so sieht. Die wird einfach hier mit diesen Klemmschrauben universell einfach dann hier angesetzt und kann halt eben dann auch für fast jede Größe dann verwendet werden. Wir haben also hier auch verschiedene Größen, Durchmesser zwischen 15,2 und 20,3 cm, also gemeint ist dann halt eben dieses Maß, was hier nach außen abgeht. In diesem Bereich kann man halt eben dann dementsprechend das Ganze vorne auf dieser Blende dann einfach aufbringen. Der Leitblaster selbst auch hat schon von Hause aus zwei Vorrichtungen, die werde ich Ihnen auch gleich nochmal eben im Detail zeigen. Das sind hier so Aussparungen oben und dieser Adapter greift mit so kleinen Haken dann ganz genau da rein. Unten wird der Leitblaster dann hier mit dieser Schraube einfach festgemacht, damit die auf dieser Schiene auch nicht verrutschen kann. Vorne ist Objektiv dran, das kennen Sie ja halt eben auch schon. Hier oben das Dia rein und dann können Sie auch schon sofort loslegen. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Befestigung zeigen, wie sie halt eben am besten vorzunehmen ist. Es fängt also schon damit an, ne? Sie haben also jetzt hier diesen Adapter, Leitblaster haben Sie ja eh schon gehabt und jetzt wollen Sie das Ganze halt eben mit anbringen. Ne? Lesen halt das, die Bedienungsanleitung und dann haben Sie halt eben jetzt erstmal hier alles oben auf dem Adapter einfach so angebracht, wie man das halt eben auch so gewohnt ist. Und dann wollen Sie einfach loslegen und sagen, jo, da ist mein Aufsteckblitz und jetzt versuche ich das mal irgendwie hier festzumachen. Dann nehmen Sie die erste Schraube hier ran und dann sehen Sie schon, da fängt das an, ne? Fingerakrobatik. Also die beste Methode ist wirklich eine andere und zwar folgende. Sie stellen diese Strahlblende einfach vor sich auf dem Tisch und dann nehmen Sie den Leitblaster, die Schrauben sind alle gelöst, legen das Ganze einfach oben drauf. Das Schöne ist, da kann auch nichts verrutschen und verwackeln. Dann nehmen Sie einfach hier die Schrauben, führen die halt eben ganz ran und da je nachdem, wo die Position dann ist, Sie müssen natürlich auch gucken, dass der Leitblaster, wenn es geht, ist halt eben auch dann zentriert ausgerichtet ist. Dann halten Sie einfach unten die Schraube fest, am besten so ein bisschen gegen den Bauch drücken auf dem Tisch und dann hier einfach so die Schraube kurz festdrehen. Das Ganze machen Sie dann nochmal hier auf der anderen Seite. Und hier auch nochmal. Es mag mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der halt eben wahrscheinlich dann den Leitblaster-Adapter direkt am Aufsteckblitz bzw. am Studioblitz anbringen kann. Ich gebe zu, da bin ich nicht ganz so geschickt. Ich habe mir also hier mit dieser einfachen Methode auf dem Tisch einfach dann damit geholfen.
So sieht das Ganze dann aus, also ohne Leitpflaster natürlich auch. Den habe ich jetzt gerade mal eben hier abgemacht, weil Sie in der Position hier einfach besser sehen können, wie ich den gleich befestige. Das Ganze hat ja so ein bisschen was von dem Gesicht, ne? Das sind ein bisschen die Ohren hier unten, ne? Das ist so Kinnbereich, Kopf hier oben ohne Haare, mein Gott. Und wir haben hier also dann diese beiden kleinen Haken, die hier oben rausgucken. Das sind so kleine Metallhervorhebungen. Und der Leitpflaster selbst, wenn wir uns den mal anschauen, der hat also auch hier dann schon diese Aussparung. Und die werden dann einfach hier auf dieser Schiene, die man übrigens auch umklappen kann, hier einfach aufgesetzt. Man legt das Ganze einfach oben drauf, hakt das hier oben einfach so ein. Zack. Jetzt liegt also hier der Leitpflaster dann auf dieser Schiene. Da haben wir natürlich unten auch eine Bohrung, die Schraube, die im Lieferumfang enthalten ist. Ich halte sie mal ins Bild, die Schärfeebene. Jawohl, das ist dann hier. Die wird dann einfach festgemacht, damit der Leitpflaster halt eben dann auch richtig befestigt ist. Das ist also im Prinzip halt eben so die einfachste Methode. Also das heißt, der Adapter wird am besten halt eben auf dem Tisch dann stehend angebracht. Dann macht man den Leitpflaster einfach vorne dran oder macht es halt eben auch schon am Tisch. Das können Sie natürlich auch tun. Und dann kann man das auch sofort verwenden und einsetzen. Am Schluss fehlt halt eben noch dann der lichtdichte Vorhang, dieser Überzug, den wir hier haben. Und Sie können auch sehen hier, dass ja diese Aussparungen, die da sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier durch den Leitpflaster mein Dia, was hier oben drin steckt, dann halt eben durch das Objektiv auf ein Objekt halt eben dann abgeben möchte, habe ich also jede Menge Blitzlicht, was dann halt eben hier einfach in diesem Kegel ausstrahlt und das halt eben auch auf das Objekt trifft. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwie ganz scharf dieses Dia halt eben zum Beispiel auf eine Wand projizieren. Dann habe ich halt eben dementsprechend auch durch das restliche Blitzlicht, was halt eben dann nicht abgedämpft wird oder umgelenkt wird, einfach einen hellen Lichtkranz. Und das ist halt eben dann auch nicht der gewünschte Effekt. Darum haben wir halt eben hier noch diesen lichtdichten Überzug, den habe ich am Anfang schon erwähnt. Die rote Seite gehört nach vorne, ist da, wo das Objektiv rauskommt. Das wird also einfach hier dann so drüber gezogen. Dann sucht man sich halt eben einfach den Endpunkt und zieht das dann hier einfach mit der Kordel fest. So, und dann noch ganz normal auf der Rückseite hier natürlich auch richtig drüber machen und ebenfalls mit dem Kordelzug so festdrehen, bis halt eben auch wirklich dann hier kein Licht mehr durchkommt, bis das Ganze halt eben dann dementsprechend auch richtig abschließt. So, hier haben wir noch einen kleinen Rest vergessen. So. Ja, so ist dann halt eben der normale Aggregatzustand und mit dem Set können Sie dann so einfach auch loslegen. Am Ende nochmal eben auch gerade für die Kunden, die jetzt vielleicht gerade hier gucken und gar nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Also wie gesagt, die keinen Leitpflaster ihren eigenen nennen. Zum Lieferumfang gehören also einmal hier der StudioBiz-Adapter, die Konstruktion, die ich Ihnen gerade gezeigt habe hier. Dann haben wir also diese drei Klemmschrauben da dran mit der Konterschraube, die sind also auch lose. Dann haben wir eine Befestigungsschraube, das war die Schraube von unten halt eben für den Leitpflaster selbst auf dieser Schiene. Und dann haben wir noch diesen lichtdichten Überzug und, ha, ganz vergessen, noch so einen schicken Aufbewahrungsbeutel halt eben, wenn Sie dann doch irgendwie unterwegs sind und das Ganze dann irgendwie verpacken müssen, beziehungsweise da passt auch ganz gut der lichtdichte Überzug dann einfach drüber. Was Sie brauchen, ist natürlich noch einen Blitz, ne? Einen Studioblitz in dem Sinne und den Leitpflaster natürlich auch selbst. Darum nochmal kurz der Hinweis an dieser Stelle, zwei Hinweise. Einmal halt eben auch der Videofilm, der auf der Seite ist, auf der Sie gerade sind, der den Leitpflaster präsentiert und natürlich auch nochmal der Hinweis mit Studioblitz, bitte kein Dauerlicht. Das ist also nicht für Dauerlicht gedacht. Damit versemmeln Sie den ganzen Überzug, wenn es zu heiß wird und da übernehmen wir dann auch keine Garantie. Wie gesagt, steht auch im Produkttext. Ich sage es halt eben nochmal zum dritten Mal, ne? Kein Dauerlicht. So, das also hier war der Leitpflaster, der Adapter bzw. der Dia-Projektoraufsatz an den Studioblitz bei uns im Shop.